keine Ahnung. Mit der Erde-Block. Hüpf. Hüpf. Außerdem ist Guild Wars 2 ein Spiel, was ich sowieso spielen würde. Und Mafia auch. Und ja. Ja, da habe ich übrigens, oh, könnt ihr gleich mal gucken, eine schöne Sache mit der Petra von der GameStar zusammen gemacht. Kann ich auch durchaus empfehlen. Habe ich mal angeguckt. Alle Teile. Durchaus witzig. Wo sind ja. sie jetzt? Die Petra scheint mir eine sehr... Ich habe ja Guild Wars 1 nicht gespielt, wollte ich sagen. Ich auch nicht. Scheint mir eine sehr sympathische Frau zu sein. Aber ich wollte Teil 2 trotzdem mal anspielen. Teil 1 macht auf jeden Fall Spaß. Nur bis 25, danach wurde es mir so ein bisschen fad, weil es da einfach so ein bisschen an Vielfalt fehlte, aber Guild Wars 2 ist einfach... Ich war halt auf der WoW-Schiene, ne? Haben sie echt genial gemacht. Ja, aber da haben wir irgendwo noch, Dirt? Gravel? Irgendwie sowas? Nee, Dreck haben wir nicht. Dreck habe ich, ja. Wieso? Nee, Gravel will ich haben. Hab ich auch. Komm her, hinter dir. Ein Stack, aber... Was wolltest du sagen mit WoW? Nee, zwei Stacks. Willst du einen noch eins haben? Ja, bitte. Ja. Ja, WoW. Vielen Dank. Ich? Ja. Ich hätte ja gedacht, dass irgendwann mal WoW 2 rauskommt, aber das wird wohl. Erstmal nicht. Ist ja erstmal Diablo draußen. Ganz ehrlich, ich wollte nicht, dass WoW 2 rauskommt. Soll ich einen Einstieg rein in die Rakete oder sowas? Dann hör am besten auf oder fang gar nicht erst damit an, Guild Wars zu spielen, weil das hat ungefähr den gleichen Effekt. Werde ich auch auf keinen Fall tun. Bin da schon einmal überlegen, wie das zeitlich alles hinhaut. Ich hab mal geguckt, nicht. Also jetzt bei mir im August im Moment, also bis Ende August läuft noch Star Wars The Force Unleashed 2 und dann kommen noch zwei Spiele raus diesem Monat, die ich noch spielen will und eigentlich habe ich noch ein paar andere Dinger, die ich noch raushauen will. Also, das ist doch bei dir nicht anders oder so, du bist doch auch gerade dabei jetzt mit Orcs Must Die 2, oder nicht? Ja, das stimmt. Und der Alex, der wollte doch Prototype machen. Ja, ist schon aufgenommen, sogar ein Teil. Bei Guild Wars 2, da bin ich noch am überlegen, ob ich das wirklich so von 0 bis Maximallevel aufnehme oder sowas. Aber da können wir nochmal schnacken, wie wir das machen. Also hauptsächlich war meine Idee, dass es immer so angekündigte Events gibt, wo dann die komplette Community-Gilde zusammen ist, zu Raids und sowas alles. Und ja, so hatte ich mir das ursprünglich vorgestellt, ob ich da... Raids dann, gibt's gar nicht. Ja, ich meine jetzt aber, du kannst ja bestimmte Zonen angreifen im PvP, das haben sie echt genial gemacht. Also ich würde euch empfehlen, auch nicht alles komplett aufzunehmen, weil dann seid ihr ewig dran, sondern immer nur so Event-Sachen machen. Das ist ja. Schon. Ja, sowas in der Art wahrscheinlich schon so Charaktererstellungen und ein paar Meilensteine, die man so hat. Und wenn man mal zusammen eine Runde zockt, eine Instanz oder sowas, die gibt's ja auch, ne? Instanzen gibt's ja durchaus. Und ja, so in die Richtung war so meine Idee. Ganz ehrlich, weiß ich gar nicht. Und dafür, dass ich sowas nicht weiß und das erste Mal gespielt habe, wurde ich an einigen Guild Wars Videos schon ordentlich geflamed. Echt? Da war auf einmal der Wind ein ganz anderer, der dort geweht hat. Oha, grau. Ja, du, das ist ein Spiel, du musst dich halt schon, das muss man halt schon ordentlich machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Hab's ordentlich gemacht. Unterhaltung pur. Wenn Zebrastreifen Marv durch die Gegend läuft, dann fangen alle Leute das Lachen an. Ich fand's gut, echt. Ich fand's echt gut, die Videos. Mich haben so unterhalten. Also gerade die mit Petra fand ich auch echt gut. Petra, ja. Ja, aber da Marv und ich sowieso schon seit längerem was zusammen machen wollten. Und wir beide dann da so die Idee hatten. Aber wir haben es ja noch nicht besprochen. Von daher, inoffizielle Information kommt auch in keinem Video vor. Also, pst. Genau, ihr habt nichts gehört. Aber schon nicht mehr. Fing Alex an, doch irgendwelche Sachen rauszuschneiden aus seinen Videos. Hör mal bloß auf, ich habe heute 45 Minuten lang eine Tonspur bearbeitet und ich habe gerade 10 Minuten davon bearbeitet. Das ist voll die Dreck. Ätzend, oder? Das ist voll die böse Arbeit. Oh ja. Ach, du bist ja auch noch da, stimmt ja. Ich hab's vergessen. Ja, ich noch so ein Gast. Dann hab ich noch eine Frage für dich. Welche Gummibärchen lässt du als letztes in der Tüte? Die weißen. Die weißen? Weil du sie am liebsten isst oder weil du die nicht so gerne isst? Weil ich nicht so gerne mag. Okay. Lena, stellst du das Schild auf? Ich wollte jetzt gerade hinrennen, aber... Oder Rio? Ja, ist mir egal, wer das Schild aufstellt. Bist du da, Lena? Nee, Rio, ich will das Schild nicht aufstellen. Rio, geht das so mit der Rakete? Was ich da jetzt geändert habe? Ja, ich denke schon. Ich muss gerne mal. Also das Holz muss ich dir wegdenken, ne? Oder mache ich noch oben noch einen roten Punkt mehr dran? Ich glaube, das ist okay so mit den Punkten. Soll wir können mal helfen? Gucken, dass wir die bei Gelegenheit noch mit Stahl oder sowas verschönern. Du da, David. Stahl. Ja, kannst machen. Ja, mache ich das. Dann geh. Ich gehe auf die andere Seite. Oder Smaragd, wenn es geht. Die kann ich nämlich einfach machen, ohne nachzudenken. Ich weiß ja nicht, soll Smaragd selten sein? Das habe ich noch nicht so wirklich mitbekommen.
Ich habe nur gelesen, ja, Smaragd gibt, soll ein Dekorationsblock sein und ansonsten stand nichts weiter im Wiki. Weiß es jemand? Keine Ahnung. Also habe ich die Rüstung an. Ach ja, stimmt, ja, meine. Ich wollte eigentlich noch die ganze Stadt verkabeln, jetzt habe ich nur die eine Straße verkabelt mit meinem automatischen. Die ganze Stadt, da hast du was zu tun, wa? Weißt du das? Und es wird nicht weniger. Ja, das ist nicht so viel, das geht. Kriegst du schon. So, ich würde sagen, das Haus ist fertig oder immer noch nicht? Noch nicht, war gar nicht. Hilf gerade ein bisschen. Rio hat das Schild aufgestellt? Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Warte mal, wo waren das jetzt eigentlich? Das war doch beim Hasen. Gummibärchen. Oder? Bei Raza. Das war beim Leuchtturm. Beim Hasen. Bei. Rasen? Bei dem Osterei. Bei dem Osterei. Kann jemand diese Zelda-Musik, wenn man irgendwo hinkommt, wo das dann irgendwas entdeckt, so ein. Ja. Dieses Schwert, wo man das Schwert kriegt, da gibt es so eine sanfte Musik. Ja. Kannst du die mal nachmachen? Oder sowas? In der Richtung, warte mal. Ja, das ist immer, wenn man ein Item kriegt, aber es gibt, wenn der das erste Mal das Schwert kriegt, dann ist so eine sanfte Musik. Ist egal, komm. Aber wenn du das Schwert kriegst, kommt dann. Da. Ja, das, wenn du es aufnimmst, aber wenn du auf diese Lichtung kommst, wo dieses Schwert ist, weißt du, zum Beispiel in der Gameboy-Version ist das so oder so? Ich weiß es nicht, ist egal, wurscht, komm. Hast du das Schild schon aufgestellt? Nee. Weil sonst nein, der nein. Jetzt wieder will. So dumm. Ja, das sah gerade so aus, als wenn man hier reinkommt. Hier, das sah so aus, so, weißt du. Ist egal. Wie war denn das? Das war irgendwie so, 6 Kisten und ein Stock. Kannst du ganz schnell nachmachen, das ist ja so. Wirklich. Hat man vielleicht im Kopf, aber aus seinem Mund kriegt man das noch lange nicht so raus. Ich habe übrigens heute die allererste Videoantwort zugelassen zu einem Minecraft-WG. Wie heißt der jetzt? David, was? David Dynamite, ne? Ja. Nennst du auch Darus LP, das war so ein richtiger, ja. Also. Ist mein Account-Name. Wie Darus? Darus LP. Was machst du denn für Daros. LPs? So, Darus momentan oder? Hier, also momentan, ja. Marv, guck dir die morgige Folge an, dann weißt es. Da steht schon alles drin, ja. Nee, ist es die morgige Folge, wo er das beantwortet? Weil, kannst du auch nochmal sagen. Ja, er kann es auch nochmal sagen, ja. P3, Hunger Games und Skyblock. Skyblock und Hunger Games finde ich gut. Bin auch ja. So ein großer. Ach, Marv! Apropos Marv, Skyblock, wir haben morgen vor. Hunger Games, wir haben morgen vor, Hunger Games zu spielen. Wann morgen? Gegen Abend auf jeden Fall. Ja, so wenn Popstars anfängt. So, wenn Popstars was anfängt? Popstars. Ja. Popstars fängt um 7:45 an und da habe ich dann Zeit. Ab da können wir. Segen, wollte er sagen. Grundsätzlich ja. Muss ich ja bei sowas mitmachen, aber ich habe im Moment Besuch und weiß gar nicht, ob ich dazu komme. Ach so, ja gut, kannst ja. Ne? Ich also, habe dir nur gesagt, dass wir das machen. Grundsätzlich wäre ich da sehr gern dabei. Ich bin auch nicht dabei, Marv. Na dann, Rio, auch keine dann kann ich auslassen. Ja. Ich guck mal, ob ich den vielleicht. Weil er wir gesagt hat und. Ja, ich meinte den Darus. Ja, aber wir sind trotzdem hier viel mehr Leute und. Genau, ein Team. Die Lena ist auch dabei. Nein. Ich log sie ein und mach mit. Ich spiele an 2 PCs. So. So, gleich ist das Haus fertig. Letzten Blöcke. Das will ich auch hoffen, du hast schon so lange überzogen. Ohne ich weiß gar nicht, wie ich das schneiden soll. Ja, unten ist ein bisschen. Ey, jetzt hör auf, das habe ich gerade gemacht, du Hanswurst, Alter. Ach so. Du alter Peter, ey. Willst du das anbauen? Ja. Mann, hier ein bisschen Dekoration, hier Welt verschönern, dass es mal ein bisschen normal aussieht wieder. Ich hab andere nicht gefunden. Dann kommt der Herr so der Marv wieder und reißt irgendwelche Gebäude ab, weil er Baumaterialien braucht. Ach so, egal. Ja, sieht man eh nicht so. Sieht man nicht ja. So. Hier hätten jetzt mit 1.3 die Trader stehen können, ne? Nein, wir müssen ja alle ausrotten. Hier ist nicht mal mehr jemand. Nee, ist kein Mensch mehr hier. Die kommen auch nicht wieder, oder? Nee. Gerade jetzt, wo ich das ganze Dorf angeschlossen habe an unsere Straße. Ja. So, ich gehe zu dem Haus und bewerte das jetzt. Kommt mit. Achso, das ist gar nicht so weit weg, das ist ja hier. Komm. Aber soweit, warte mal nicht. Es ist gar nicht so weit weg, ist noch ein Dorf. Wenn man so in die Richtung geht, da hinten, so Richtung unser Sumpfdorf und noch ein Stück weiter, da ist noch ein Dorf. Ist hier? Ja, das ist das neue Haus. Mach das mal wieder zu. Er macht sich erstmal einen neuen Eingang hier. Ich bin dann vorne aufgekriegt. Ja, komm. Ich meine, die Sachen ins Lager, ne? Ist das hier schon? Ja, hier ist so ein bisschen dunkel in deinem Haus, oder? Kann das sein? Ich konnte. Ich häng mal ein paar Fackeln auf. Ja, deswegen hänge ich mal so ein paar Fackeln hier irgendwo hin. In eine Richtung musst du gar nicht gucken. Einfach wahllos fackeln. Das ist einfach nur ein Haus jetzt. Dafür hast du 5 Folgen gebraucht. Respekt. Irgendeiner ist nicht mehr zu hören. Wow. Ja, es leckt gerade bei uns allen. Shit.
Ja, schön. Die anderen hören mich nicht. Ist egal, dann schreiben wir so lange. ihr hört ja mich, das reicht doch, ne? Hurra, die Schule brennt. Von der TS ist gerade irgendwie, okay, warte. Ich rede alleine weiter. Beziehungsweise, ich muss zwischendurch ja noch tippen. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger hier. Okay, damit ist das Haus dann auch benotet. Der TS ist down. Nur noch, ihr hört nur noch mich. Ja. Schade eigentlich. Wir beenden die Minecraft-Folge mal mit einem Textmodus hier. Mit einer Sprachaufnahme verabschieden, aber dann mache ich es halt jetzt so. Tschüss, tschüss und tschüss. Und